ein deutsches Derby bei den Trabern gewonnen hat. Und dann Luxemburg Zoo mit Walter Heidmann, Luxemburg Zoo, ein Pferd, das wenige Tage vor dem Derby versteigert wurde, den Besitzer wechselte. Adolf Frohner wird nun den Rennverlauf schildern. Den Beitrag haben wir vom deutschen Fernsehen übernommen. Bestimmt 25.000 Menschen bevölkerten die Derbybahn in Berlin, als das deutsche Derby angesagt wurde. Es war ein Volksfest, wie immer ausgerichtet vom Advent in Marienborg glänzend, mit viel Musik, mit viel Prominenz. Ich kann Ihnen eigentlich gar nicht erinnern, wer nicht in Berlin heute Nachmittag gewesen ist. Und das ist schon mal die französische Startkapelle aus Berlin. Eine Militärkapelle, die bei allen großen Anlässen gern als Programm Auftakt eingeladen wird. Spekulationen um das Derbyfeld haben in Berlin große Bogen geschlagen. Dieser Adler, mein Kollege aus Köln, hat bereits die ersten beiden Namen genannt. Violine und Mitsamt 2. Hier haben wir ein Pferd, das an den üblichen Rennen gehört. Zwischendurch aufgewärmt wird für ein anderes Rennen. Mitsamt 2, der auch die Startnummer 3 trägt, wird in wenigen Augenblicken hier auf dem Geläuf erscheinen. Und dann haben wir Ruhe, uns die einzelnen Werbeteilnehmer anzusehen. Hier haben Sie Hans Frömming, der aus Mailand gekommen ist, um als Gast des Aschaus Ornano zu fragen. Ornano, ein Pferd, von dem man Wunderdinge gesprochen hat aus Bayern, der kommt aus München und der hier beweisen soll, dass er zu Recht einer der besten bayerischen Vertreter ist. Man bringt Frömming natürlich viel Vertrauen entgegen. Das ist ja nun mit Helmut Bettemeier. Ein Pferd, das noch vor zwei Tagen für 75.000 Mark auf der Berliner Auktion der Deutschen Knabe-Agentur den Besitzer wechselte, 75.000 Mark gut bezahlt, damit Janin, der dreijährige Kutschmann, der hier einen vierten Platz im Bodenkopfgang belegt hat. Und hier der große Favorit, Violine mit Eddie Freund, Deutschlands beste dreijährige Spieler. Über sie werden wir später noch zu reden haben. Sehen wir im Bild in 2. Dann dahinter Hirostratos 2, Iconeus Meinzelmann, der gerade durchs Bild fährt. 14-3-Jährige insgesamt, von oben nach unten, Goldkrone mit Peter Krieg, Hugo mit Gerhard Krüger, Nixam 2 mit Walter Heitzmann Senior, Violine mit Eddie Freund, Stick 2 mit Tim Rode, Janin mit Helmut Eckemeyer, Hirostratos 2 mit Josef Stahlhammer, Iconeus mit Lothar Rüttlich, Meinzelmann mit Hermann Raum, Ornano mit Johannes Fremming, Mr. Hardy mit Christian Petersen, Quastkleid mit Rolf Luft, Justine mit Kurt Schön und last not least als Nummer 15 Astor Alder mit Josef Strasser, Pferd läuft ohne Zettel. An der Spitze. Legen ihn eine Länge zurück. Hirostratos 2.
An der Innenkante Big Frank mit dabei, dann Mainzelmann ist mit dabei, ebenfalls an der Innenkante platziert. Violine liegt an sechster Stelle, das Pferd mit der Ohrenkappe, nicht das zweite, was vorne liegt, sondern an sechster Stelle. Jetzt geht die Stute nach vorne. Jetzt ist gleich der Einlauf erreicht. Es ist ganz großartig, wie sich Litzam 2 trotz der schlechten Beine, die er im Moment hat, hält. Die Beine müssen ihm unglaublich wehtun. Jetzt greift Violina an. Eddie Freund geht seinem ersten Derby-Sieg entgegen. Walter Heidmann finisht vorne und der Hengst streckt sich vor. Er würde das nicht tun, wenn er nicht ein Fernsehzone wäre, die unheimlich hart sind. Aber Violina zieht vorbei. Walter Heidmann ist in der Luft. Mit Litzam 2, zweiter wird Mainzelmann und als dritter springt Litzam auch noch durchs Ziel, sodass dritter Big Fight wird vor dem schnell aufkommenden Fastfight mit Rolf Lopp und Eddie Freund freundlich natürlich. Dieser Derby-Sieg, der erste in seinem Leben, ist natürlich, nach der Gratulation zwischen den ersten und zweiten, ist natürlich auch ein großes Lob für den Stall Fortuna. So passionierte Besitzer wie dieses Ehepaar, Frau Doris Wilhelm und ihr Mann, gibt es selten. Ihnen war es wirklich bedeutend.